Leute, Serplen hier. Heute geht's mal um was, man sich einfach nur noch verwirrt. Und zwar, warum zur Hölle sind Maps auf Twitter erlaubt? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Maps sind. Falls nicht, kurze Aufklärung. Map steht für Minor Attracted Person. Und auf Deutsch übersetzt heißt es quasi so viel wie fucking Pädophile. So, man kann einfach auf Twitter gehen und sagen, dass man pädophil ist, auf kleine Kinder steht und sexuelle Fantasien mit denen hat. Und man wird nicht gesperrt. Twitter macht dagegen nichts, weil das ist komplett regelkonform. Und ich verstehe nicht, wieso etwas noch keinen riesigen Aufschrei bekommen hat. Es gibt Maps auf Twitter seit Jahren. So, klar, es gibt immer irgendwo die eine shady Sache. Ne? Das ist ein bisschen offensichtlich, wenn man mal am fucking Internet war. So, wir alle haben irgendwelchen scheißkranken Stuff gesehen, so. Aber trotzdem, es ist krank, wie weird das alles ist. So, bitte meldet jemanden, wenn ihr, also meldet jemanden, wenn er irgendwie Map oder sowas im Profilbeschreibung hat. Und es ist krank. Es ist fucking krank. So, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach so eine Sache. Twitter erlaubt es dir, öffentlich pädophil zu sein. So, da gibt es keinerlei Einschränkungen oder so. Aber irgendwie super viele, super harmlose Sachen werden auf Twitter einfach weggebannt. Es ist krank, wie einfach diese Plattform super hart moderiert, wenn es irgendwie um irgendwas minimal Gewaltlastiges geht. So, das ist krank. Aber wenn es irgendwie um fucking Pädophile, die ihre Plattform seit Jahren benutzen und zum Teil auch nicht so ganz nette Dinge austauschen, wenn die das machen, so, das ist regelkonform, ne? So, wenn sich da irgendwelche pädophilen Kreise auf Twitter bilden, super okay. Aber wenn irgendwer irgendwie mal irgendwas zu Gewalt sagt, permaban. So, du kannst immer irgendwie sarkastisch sein auf Twitter, weil irgendein Mod dich immer sperrt. So, ich bin Typ, ich habe keinerlei Follower auf Twitter und wurde schon zweimal wegen dem sarkastischen Tweet gesperrt. Geile. So richtig geile. Naja, was auch immer. Es ist einfach krank. Bitte sperrt solche Leute, meldet sie. Und wenn ihr euch das bis hierhin gegeben habt, mein seltsames Geblubber, dann, ne, bist cool, bleibt toxisch. So, und ne, nicht vergessen, deabonnieren, disliken, entmüllt meine fucking Glocke und jetzt. Oder was empfehlen Sie mir, ja?